Bin ich nochmal live? ja, ist ja schön, wenn einige mich hören können, aber mein Gesprächspartner dann nicht hören können, das ist dann irgendwie nicht so schön. Tja, also jetzt gucke ich nochmal, ob ich Ada finde. Moment, wo ist sie? Sie meldet sich gerade. Mache ich vielleicht noch mal offline? Ja, in der Hoffnung, dass wir es irgendwie irgendwann schaffen, einander noch reinzuholen und dann auch noch was Schönes vorzutragen. Ich weiß nicht. Ah, da ist sie. Jetzt versuche ich es doch gerade noch mal, wenn sie denn schon mal da ist. Button als vorhin. Da habe ich jetzt wieder ein bisschen Hoffnung. Ah. Und? Hörst du mich? Ich höre dich. Hörst du mich? Ja. Also frag mich nicht. Nicht, dass ich jetzt irgendwas irgendwie anders gemacht hätte, ne? Also ich verstehe es Nee. überhaupt nicht. Aber das Aber ist bei mir immer so. ich habe auch im Aber Internet gut. nachgeschaut. Also es wird immer gesagt, es kommt vor, es gibt immer wieder irgendwelche Fehler und Okay. Ja, aber aber schön, gut, dass jetzt es geklappt haben wir uns. Genau, hoffen wir uns das mal, hoffen wir, dass wir uns nicht gleich wieder verlieren jetzt, ja? Weil bei meinem Internet weiß man nicht. Oh, sie hört beide. Gut. Okay, na dann. Schön. Schön, dass es geklappt hat. Und vor allem zu diesem spannenden Thema Langzeitstillen und sanftes Abstillen. Ich glaube, vor allem das Thema sanftes Abstillen interessiert ganz viele Mamas, ne? Wie sie schaffen, ihr Kind sanft abzustellen. Und Sandra, habe ich, glaube ich, zum ersten Mal habe ich dich auf, wie hieß diese Konferenz? Febub, ja? Die Veganer? Ja, Nee, wie hieß das? Febub. Vegane Kinder oder vegane Familien? Das meinst du, oder? Nee, bei Febub. Da warst du Ah. eine Familienkonferenz. Ja. Weißt du noch? Und da Ja? warst du auch? Ja, ich war da auch. Und wir saßen zusammen beim Vortrag von Carmen. Echt? Ja, Okay. genau. Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Also ich kann mich an Sandra links von mir erinnern, aber du warst dann rechts von mir, oder Also ich wie? saß ein bisschen hinter dir und dann hast du über Ah. dein Buch berichtet, über dein Kinderbuch Wildvampir. Ah. Und da bist du mir so Ja. in Erinnerung geblieben, ja, als so Expertin für sanftes Abstillen und überhaupt Thema Stillen. Wow. Okay, ich Ja. habe irgendwie gedacht, du bist damals über die Carmen gekommen. Also ich wusste irgendwie, kommst du von der Carmen, aber dass wir uns mal gesehen haben, ohne dass ich wusste, dass du es bist, das war mir gar nicht klar. Aber spannend. Kann ich mir das auch zuordnen? Aber ich dachte, Okay. damals sah ich noch ein bisschen anders aus. Also vielleicht das. Also ich hatte Aber auch ich habe auch echt längeres so eine. Haar und keine Brille Okay. und ja. Ah, nee, Aber also ich habe schön. echt, habe gerade heute wieder dran gedacht in Zusammenhang mit der Buchmesse, ja, weil da laufe ich auch wieder ganz vielen Menschen über den Weg und ich erkenne sie nicht. Ne? Ich habe so eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, Gesichtslegasthenie oder sowas, ja. Ich weiß, es ist ganz furchtbar und es ist auch immer total peinlich, ja. Aber ich kann mir Menschen irgendwie erst manchmal merken, wenn ich die, weiß ich nicht, also wann es dann Klick macht. Entweder haben sie eine auffällige Nase oder irgendwas, ein auffälliges Merkmal. Und ich habe sie wirklich öfter mal gesehen, dann kann ich mir die merken. Kennt das jemand? Nee, aber es ist schön. Sandra, magst du Ja. dich kurz vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen? Wer bist du? Was machst du? Und vielleicht, wie kamst du überhaupt auf das Thema Stillen und noch dazu ein Buch zu schreiben? Okay, also gut, ich schreibe grundsätzlich Kinderbücher, beziehungsweise, naja, ich arbeite halt schon länger in der Branche. Ich habe mal angefangen als Übersetzerin für Englisch, Italienisch und Spanisch. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, na ja, im Lektorat kann man irgendwie viel mehr Einfluss nehmen. Dann habe ich angefangen zu lektorieren. Dann kam irgendwann ein Bestseller dazu, von Jessica Koch, dieses Dem Horizont so nah. Das wird jetzt auch verfilmt. Und da habe ich dann gedacht, okay, besser kann ich jetzt auch nicht mehr werden als Lektorin, ne? Also mehr kann man irgendwie nicht erreichen. Und zeitgleich dazu kam dann eben dieses Problem,
mit der Abstillerei, ja, dass ich irgendwie so überlegt habe, was kann man da machen, wie kriege ich mein Kind von der Brust los, ja, und habe da wirklich nach einer Methode gesucht und habe dann auch gegoogelt, weil ich hatte für ein anderes Thema, nämlich die Windelthematik, hatte ich so ein tolles Buch, das hat bei uns so gut geholfen, das war wie ein Zaubermittel, also innerhalb von einer Woche oder so war dieses Thema für Tag und Nacht vom Tisch, nur weil wir diesem Kind immer wieder das Buch vorgelesen haben, ne? Ohne das eigentlich jetzt so zu erwarten, aber es hat irgendwie trotzdem funktioniert. Und ja, dann habe ich gedacht, ach, und jetzt sowas zum Abstillen, das wäre cool, ne? Und dann habe ich das gegoogelt und das gab es nicht. Und dann habe ich halt gedacht, naja, komm, du bist jetzt schon so lange in der Branche auch, ne? Und du hast jetzt schon so viel an Texten rumgedoktert, warum nicht mal selber einen Text schreiben, ne? Und ja, und dann habe ich das einfach gemacht und habe dann festgestellt, hups, das ist ja ein ganz schönes Nischenthema einerseits, ne? Also die großen Verlage haben dann gleich gesagt, boah, ne? Das hat einfach nicht genug Leute, die sich dafür interessieren, sorry, aber komm mal mit dem Mainstream-Thema, wo ich dann gesagt habe, nein, ich bin einfach, ja, verantwortlich für diese Nicht-Mainstream-Themen. Nämlich Vampir war da jetzt nur ein Beispiel dafür. Und aber wenn ich was anderes schreiben würde, würde ich mich verbiegen, da wäre ich nicht mehr ich selbst. Also von daher bleibt es jetzt bei den Nicht-Mainstream-Themen und mit dem Abstillen hat es angefangen, weil das mich persönlich halt betroffen hat und ich eigentlich immer dann Bücher schreibe oder sowas, zumindest am Anfang, ich schreibe immer dann über ein Thema, wenn ich ein Problem mit dem Thema habe und eine Lösung suche. Ach toll. Genau, so kam es. So entstand das Buch Milchvampir. Richtig. Ja. Wie lange hast du selbst deine Kinder gestillt? Also das eine habe ich ein Jahr gestillt, das ältere Kind, und da war das alles total easy, ja, also sie war dann, glaube ich, gerade ein Jahr geworden und dann hat sie irgendwie einfach keinen Bock mehr gehabt von einem auf den anderen Tag und dachte ich, ach ja, habe ich nichts dagegen jetzt, passt, ja, wunderbar. Und wenn das so funktioniert, ist natürlich alles klar, ja, und aber leider war es halt bei dem anderen Kind, oder was heißt leider, ne? Ich meine, es hat mir ja viele Wege eröffnet dadurch und es hat alles irgendwie einen Sinn hier im Leben, ja. Also nehme ich das leider zurück. Also bei dem anderen Kind war es jedenfalls so, dass ich sie 2 Jahre gestillt habe und das ging dann aber irgendwie immer in Richtung mehr statt weniger. Also man muss dazu sagen, es war auch Sommer, es war Bikini-Zeit, es war knallerheiß und sie war, wie gesagt, 2 Jahre und ich dachte, oh ja, so langsam, ne, zumindest mal so hinter den Kulissen lieber, wäre mir schon recht, ne? Und sie dachte da halt überhaupt nicht dran und dann gerade auch, wenn wir so im Schwimmbad waren oder am See, lecker Milch! Und diese Szene, die hat auch Eingang gefunden ins Buch, ne? Weil das hat mich schon sehr geprägt. Und da habe ich dann halt beschlossen, also Leute, ist ja alles schön und gut, aber so geht's nicht, ne? Das war mir dann auch peinlich, so ein großes Stillkind zu haben, wo wir eigentlich dann schon mitten im Thema sind, ja? Weil das ist ja eigentlich auch das, womit die Langzeitstillmütter am meisten zu kämpfen haben, ne? Mit der Meinung der anderen, ne? Aber gut, ich will nicht vorgreifen. Ja, genau. Wenn du zum Beispiel den Begriff Langzeitstillen definieren würdest, was bedeutet das überhaupt, Langzeitstillen? Weil es sind das, für eine Mama kann das schon ein halbes Jahr sein, für die andere 2 Jahre, für noch eine andere Mama sind das schon 5 Jahre. Ne? Was bedeutet Langzeitstillen? Ja, du hast eigentlich schon vorweggenommen, es gibt keine allgemeingültige Definition. Es ist immer abhängig von der Kultur, in der du lebst und von deiner persönlichen Definition. Ja? Also, weiß ich nicht, für eine Mutter, die jetzt beim ersten Kind das überhaupt nicht geschafft hat zu stillen und die kriegt dann das zweite und schafft ein halbes Jahr, dann hat die Langzeit gestillt nach ihrer Definition. Ne? Und gut, also ich würde mal sagen, wenn wir jetzt von Deutschland sprechen, meine persönliche Definition, jeder darf gerne seine eigene haben, wäre so, naja, ab einem Dreivierteljahr vielleicht würde ich dann von Langzeitstillen schon sprechen, ne? Weil also es gibt ja so Studien, wie das ist mit dem Stillen und wie lange überhaupt gestillt wird. Und da waren die aktuellsten Zahlen, die ich hatte, irgendwie so aus dem Jahr 2005 oder sowas. Und da hieß es, also inzwischen hat sich das Stillen so weit verbreitet, dass also über 80% der Mütter anfangs stillen. Aber dann wird ganz schnell ausgesiebt, ne? Also dann sind die ersten froh, wenn sie über die ersten Tage kommen und das wertvolle Kolostrum halt den Kindern geben können und dann fängt es halt schon an, leider oftmals, ne, mit Brustentzündung oder irgendwas, wo dann schon die ersten sagen, boah, das habe ich mir ganz anders vorgestellt, aber so geht's nicht, ich kann nicht mehr. Und so geht's dann weiter und dann hat man im Prinzip nach einem halben Jahr hast du dann nur noch irgendwie 40, 50% übrig, ne?
Das ist dann vielleicht auch das Langzeit nach einem halben Jahr, je nachdem, wie du es siehst. Ja, das stimmt. So sehr individuell, ne? Verstehe. Ja. Ja. Und also du, für dich wäre schon Langzeitstillen so zwei, drei Vierteljahr. Nee, zwei. Ein Dreivierteljahr, genau, ja. Aber also wie gesagt, das sieht jeder anders. Und der Saugreflex, wenn du es mal so siehst, also aus evolutionsbiologischer Sicht, den haben die Kinder bis zum 6. Lebensjahr. Ne? Und dann kommt es ja auch immer darauf an, wie gesagt, in welcher Kultur bist du, ja? Also in den ganzen, ich sag mal, indigenen Völkern oder so, ja. Also da, wo eben die Kinder noch mehr oder oftmals näher an der Mutter sind, egal in welcher Hinsicht, ja, also viel, viel verbundener ist, ja. Stichwort Jane Liedloff und so, ne, oder Jean, wie auch immer. Da ist es eben so, dass, keine Ahnung, so zwischen, also es kommt auch wieder auf die Kultur an, das ist auch wieder von Stamm zu Stamm verschieden, aber ich sage jetzt mal so ganz grob, zwischen 3 und 7 Jahren ist schon möglich, ne, dass Langzeit gestillt wird und dass das doch okay ist und akzeptiert, im Gegensatz zu hierzulande, ne? Ja, genau. Also hängt stark von der Kultur ab, so wie du sagst, ja, in der man lebt. Also empfohlen wird ja schon, also bis zu dem halben Jahr, ne, die Kinder zu stillen. Und also, und ab dem halben Von der Jahr WHO. anfangen, Beikost zu sich zu nehmen. Könnte man theoretisch abstellen. Was spricht denn Ja. dagegen, dass ja, ne, oder? Ja. Könnte man. Ja, Könnte gut, man. man kann immer, ne? Aber Ja. ist halt die Frage, wie sinnvoll das ist, ne? Ja, Also ich meine, das natürlich. ist halt auch die Frage, also das ist so individuell, ne? Und es ist auch so ein Reizthema noch dazu, ja, weil also ich kann mich jetzt ja auch nicht stillen, genau, hinstellen und sagen, so und so lang ist es richtig, ne? Weil ich eben nicht im Körper dieser anderen Menschen bin, die vielleicht gerade in dem Moment ein Problem damit haben, ja. Also deswegen grundsätzlich ist länger, ja, kommt auch immer drauf an, wen du fragst, aber nach meiner persönlichen Ansicht und nach der vieler Experten grundsätzlich ist Langzeitstillen halt besser. Also es hat halt wahnsinnig viele Vorteile, ne? Genau, weil Ja. ich frage dich deswegen, weil ganz viele Mütter schreiben mich zum Beispiel an und sagen, die werden mit den Meinungen anderer konfrontiert. Ne? Zum Beispiel Eltern, Schwiegereltern, die der Meinung sind, okay, nach einem halben Jahr sollte man langsam das Kind abstillen. Ja, weil das Kind kann ja schon essen und verwöhne nicht das Kind, sondern stille langsam ab. Das Kind wird dadurch selbstständiger, du bist dann selbstständig, also freier, in dem Sinne, dass du dich, keine Ahnung, wieder arbeiten gehen kannst und ohne an Stillen zu denken und so weiter. Und dann lassen sich ganz viele Mütter ja davon beeinflussen von diesen Meinungen. Ne? Mit einem halben Jahr sollte man langsam abstellen. So, was ist denn der Vorteil von längerem Stillen? Ne? Oder. Ja, der Vorteil von längerem Stillen ist zum Beispiel, du hast, ja, also oder anders, die Muttermilch, die passt sich ja dem Kind und dessen Bedürfnissen an, ne? Und man hat halt herausgefunden, dass die Muttermilch ganz anders zusammengesetzt ist, je älter das Kind ist. Ja, also mit dem Alter des Kindes ändern sich auch die Bedürfnisse, auch was die Nährstoffe angeht zum Beispiel. Und ja, der Körper macht das eben so großartig, dass er immer das, ich sag mal, fabriziert, was dann dieses Baby oder dieses Kleinkind in dem Fall dann auch braucht. Ja, und zum Beispiel auch was jetzt Antikörper angeht. Ja, also der Schutz vor Krankheiten. Also die Kinder, die Stillkinder, die sind wesentlich weniger anfällig für Krankheiten. Ja, die haben weniger Allergien. Die, ja, haben ein Schutz vor diversen Krankheiten, die man auch später bekommen kann. Also zum Beispiel jetzt Glutenunverträglichkeit ist da so ein Thema, ja. Oder also eigentlich so ziemlich alles Diabetes fällt mir jetzt noch ein, ja. Also da gibt es ganz viele gesundheitliche Vorteile, sowohl für das Kind als auch für die Mutter, ne? Also zum Beispiel so Eierstockkrebs oder na, wie heißt es, andere Brustkrebs, ja. Die Wahrscheinlichkeit sinkt eben auch mit zunehmender Stilldauer, ne, wenn man den Statistiken denn glauben darf. Ja. Also Ja. ganz viele Pfeiler.
Gibt es Nachteile vom längeren Stillen oder langen Stillen? Es kommt immer drauf an. Ne? Bitte? Letzte habe ich jetzt nicht verstanden. Oh, jetzt bist du was gerade weg. Was würdest du sagen? Gibt es Nachteile? Gibt es Nachteile? Ja, jetzt höre ich dich. Ja. Was würdest du sagen, welche Nachteile gibt es vom langen Stillen? Okay, es kommt immer darauf an, wen du fragst, ja, also ich denke, einen Nachteil kannst du nur selber definieren, ja, also bei mir war es jetzt zum Beispiel so, dass ich nach 2 Jahren gesagt habe, uff, ja, es ist ganz schön viel Nähe und ich würde mir einfach wünschen, mal ein bisschen Zeit auch für mich zu haben. Und klar, das geht, ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, keine Ahnung, ich gehe jetzt mal irgendwie einen Abend weg und dann könntest du abpumpen oder du könntest alles Mögliche machen, aber ich war da einfach auch nicht der Typ dazu, ne, und ich habe halt irgendwie, ich hatte eher dieses ganz oder gar nicht, ja, ja, und dann war es halt so, dass ich mich durch meine Tochter ein Stück weit in die Ecke gedrängt gefühlt habe, denn je weniger ich stillen wollte und je mehr Abstand ich gebraucht habe, desto mehr kam sie halt und hat geklammert und jetzt noch mehr und jetzt trinken und immer weiter und dann wahrscheinlich irgendwie so viel wie ein Neugeborenes im Endeffekt, ne? Weil es halt, wie gesagt, im Hochsommer auch so verlockend war. Ja, und aber natürlich, es schränkt ein, wenn du das sozusagen mental zulässt, dass du dich halt einschränken lässt, ne? Weil es ist ja immer, es interagieren ja immer zwei, und ja, wenn du dich in die Ecke drängen lässt, wenn du das von deiner Energie her aussendest, ja, dann sagt das Kind, oh ja, da halte ich jetzt mal dagegen, ne? Und wenn die da so schwach ist, in Anführungszeichen, in der Hinsicht, dann nutze ich das jetzt mal aus. Ne? Also das kann dann schon passieren, da muss man im Prinzip, ja, also das war auch mein großes Problem, ne? Dass ich einfach, also einerseits wollte ich abstellen und andererseits wollte ich es nicht. Ne? Und das ist eigentlich das allergrößte Problem. Du brauchst diese Klarheit. Ne? Du brauchst mental diese Klarheit, dass du das wirklich willst. Und sobald aber das Kind merkt, oh, da ist ja noch so ein Hauch von Zweifel, dann wird das auch nicht ablassen. Ne? Das ist dann Herbert Renz-Polster zum Beispiel, der schreibt ja auch in seinem wunderschönen Buch da Born to be Wild, schreibt er über diesen Kampf, ne, über diesen Ablösungskampf, der halt dann irgendwie immer ausgefochten wird zu bestimmten Altersstufen und da ist das Abstillen im Prinzip ein so ein Kampf, ja. Aber jetzt sind wir irgendwie ein bisschen vom Thema abgekommen. Zu den Nachteilen noch, also für mich der größte Nachteil oder das größte Problem war eigentlich die Gesellschaft, ja, also oder ja, dieses Umfeld, ne, also weil es ist ein unglaublicher Druck, der da aufgebaut wird, du hast es vorhin schon mal angesprochen, ja, da stillst du halt ein halbes Jahr und dann kommt halt irgendwie so die subtile Frage, ja, wie lange willst du es denn noch stillen? Ich meine, ne, man braucht nicht mal dazu sagen, willst du es noch stillen, bis du 18 bist, das habe ich auch öfter mal gehört, ne, aber schon allein diese Frage, naja, wie lange willst du denn noch stillen? Da kommt ja auch wieder diese Energie rüber, so das, was du da machst, ist irgendwie falsch, ja, weil du stillst ja viel zu lange oder kommt auch auf den Menschen an, ne? Ja. Aber das war eben das, was ich oft mache, dass die Leute da gar nicht begeistert davon waren, dass ich immer noch stille und da braucht es eben ganz schön viel Kraft zu sagen, ich widersetze mich jetzt hier der Gesellschaft und mache hier mein Ding und mache das, was ich für richtig halte und dann ist halt die Frage, was ist denn jetzt richtig, weil irgendwann lässt du dich dann so sehr verwirren oder auch beeinflussen von diesem ständigen, oh, und immer noch, und ach, und in der Öffentlichkeit, und das, ne? Das ist wahnsinnig schwer. Und das ist eigentlich so der größte Nachteil, weil alle anderen Nachteile, die man sich so, also die man so hört, die man gesagt kriegt, oder wie auch immer, das ist ja alles im Prinzip, ja, das ist ja nicht echt, das kannst du alles entkräften, ne? Was du so hörst, dass du halt, ja, das mit der Unabhängigkeit, wie gesagt, wenn du die Unabhängigkeit wirklich haben möchtest, dann kannst du die auch haben, ja? Oder mit diesem Verwöhnen, das ist ja auch was immer wieder angebracht wird. Und klar, du findest immer wahrscheinlich Studien für und wieder irgendwas, ja, aber ich bin der Meinung und es entspricht auch meiner persönlichen Erfahrung, dass je sicherer die Bindung ist, die Kinder haben und die man nicht nur, aber auch durchs Langzeitstillen aufbauen kann, desto unabhängiger wird das Kind letztendlich dann irgendwann, wenn es selbst halt bereit dazu ist, ne? Weil dann weiß es einfach, ich habe diese Nähe und ich habe
dieses Vertrauen. Ich habe das Urvertrauen in mich selbst und in meine Mama und die ist immer da, wenn ich sie brauche. Und jetzt bin ich bereit dazu, jetzt kann ich den Schritt gehen und kann sagen, okay, ich stehe jetzt auf eigenen Beinen und komme halt anders klar als mit. Ja. Genau. Also also so wie du sagst, und deswegen habe ich auch Fragen so bewusst auch gestellt, weil wir merken, bei jeder Frage merken wir, dass wir sagen, das ist sehr individuell. Das hängt vom Menschen ab, das hängt von der Beziehung zum Kind ab, ja? Also man kann hier wirklich nicht definieren und sagen, Langzeitstillen ist bis zum 5. Lebensjahr des Kindes, weil für eine Mama ist Langzeitstillen schon 6 Monate, für die andere ist es 2 Jahre, 5 Jahre und so weiter, ja? Und wichtig aber ist, dass wir auf unser eigenes Gefühl hören, ja, und auf unser Kind schauen und nicht uns zum Abstillen von irgendwelchen Meinungen dazu drängen. Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich wollte dich auch fragen, hast du in der Öffentlichkeit negative, indem du das Kind in der Öffentlichkeit gestillt hast, oder weil viele Mamas berichten, werden angesprochen, warum man hier in der Öffentlichkeit stillt. Ich wollte dich mal nur fragen, hast du sowas erlebt? Okay, also ich habe jetzt irgendwie die Hälfte der Frage ging unter, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also ich persönlich hatte eigentlich so direkt keine komischen Erfahrungen oder keine Blicke, die jetzt irgendwie so eindeutig waren, dass ich gesagt hatte, okay, das ist jetzt krass gewesen. Ne? Also ich kenne nur alle möglichen solcher Geschichten. Ich habe das vielleicht auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit ausgestrahlt, dass ich dafür für solche Kommentare nicht zu haben bin, so, ja. Aber es war dann das, was hinter den Kulissen kam. Ne? Also es ist ja, du kannst noch so viel Sicherheit ausstrahlen, in der Öffentlichkeit, und es ist immer die Frage, was verbirgt sich eigentlich dahinter, ne? Und da war das eben bei mir ganz stark so, dass ich halt einfach, ja gut, beim ersten Kommentar, beim ersten Blöden, also jetzt eher aus dem familiären Umfeld, also jetzt, ne? Ich meine jetzt nicht Fremde, sondern wirklich von den Menschen, die man halt kennt, ist ja so das schlimmste Minenfeld, sag ich mal, in diesem Kontext. Da habe ich ja halt beim ersten Kommentar noch gedacht, yo, denk doch, was du willst, ne? Aber irgendwann, wenn du das immer wieder hörst, irgendwann nagt es dann halt schon an deinem Selbstbewusstsein, so, ja. Ja. Genau, bei mir ist ähnlich, ja. Ich habe von fremden Menschen noch nie irgendwas dagegen gehört. Ich stille wirklich überall, auf dem Bürgersteig oder im Café oder auf dem großen Platz, ne, wo ganz viele Menschen sind. Natürlich verdecke ich mich da, also ich stille jetzt nicht ganz offen, dass ich die Brust dann nach außen zeige, sondern ich verdecke das Kind und meine Brust, aber ich habe noch nie irgendwie negatives Feedback bekommen, aber natürlich von solchen Kommentaren aus dem familiären Umfeld, wie lange noch, und er läuft schon und er kann schon essen und du verwöhnst und du kriegst ihn dann nie von der Brust ab, gell? Das hört man oft, ja. Genau, richtig. Und ich glaube, weil die Kommentare aus dem familiären Umfeld kommen, machen das ganz viele Menschen solche Kommentare einfach unsicher. Ja, weil das, sage ich mal, deine Menschen sagen, ne? Genau. Genau. Wir gucken mal, was für Kommentare hier geschrieben werden, damit wir die nicht übersehen. Also, wir stillen 3 Jahre und 2 Wochen. Ich möchte jetzt abstillen, tagsüber nicht mehr. Also zum Einschlafen und in die Nacht ist jetzt dran. Bitte um Tipps. Ja, vielleicht sollten wir ganz langsam zum Abstillen übergehen. Wie funktioniert das? Wie hast du es geschafft? Also gut, vielleicht erstmal zu meiner persönlichen Erfahrung. Also ich sag mal so, es ist echt nicht einfach, ja. Wenn halt das Kind irgendwie gerade schon größer ist und eben da seine ganz anderen Vorstellungen davon hat.
Und bei mir war es letztendlich so, wie ich es im Buch beschrieben habe, ne? Also das Buch ist im Prinzip eins zu eins meine Geschichte. Also vorne, hinten gebe ich dann noch Tipps für die Eltern zum Abstillen, ne? Was man da machen kann oder ob man überhaupt abstillen will, weil ich glaube, oftmals wollen die Mütter eben gar nicht und fühlen sich halt nur durch die Gesellschaft da in diese Rolle gedrängt, ne? Aber wenn sie wirklich abstillen wollen, dann habe ich halt schon so ein paar Tipps zusammengesammelt. Aber genau, zurück zu meiner Erfahrung. Es war so, dass meine Tochter irgendwie immer gesehen hat, hier die Große, die übernachtet bei der Oma und bei dem Opa. Und ach, das wollte sie ja auch so gerne, ne? Das war so der große Traum. Und sie wusste aber auch, naja, also wenn ich das mache, da ist ja die Mama nicht dabei und da gibt es dann auch keine Milch, ja. Und das hat sie dann auch lange davon abgehalten, aber irgendwann wurde dann wirklich die Neugier zu groß und sie wollte dann halt wirklich bei Oma und Opa übernachten. Und hat sich dann tatsächlich auch selbst eine Methode überlegt, wie sie das schaffen kann. Also es war witzig, weil ich habe ja irgendwie lange nach dieser Methode gesucht. Ich hatte das Buch so gut wie fertig geschrieben und das Ende war aber im Prinzip noch offen. Und dann bin ich eins morgens aufgewacht und dachte, und habe gedacht, ah ja, okay, also ich nehme jetzt einfach eine Alternative. Das Kind übernachtet bei Oma und Opa und kriegt dann von der Mama eben eine Ersatzmilch, sage ich mal. Das war jetzt in meinem Fall eine Dinkelmandelmilch, die ich da mir als Veganerin ausgedacht hatte. Und hatte ich kaum geschrieben und einen Tag später kam dann wirklich meine kleine Tochter und sagte, ich will bei Oma und Opa übernachten. Ich so, ja, aber das geht doch gar nicht, weil wie willst du das machen? Du brauchst doch die Milch. Und da sagt sie, ja, aber ich kann doch da irgendwie, ich weiß nicht, ob sie sogar gesagt hat, so eine Zaubermilch oder so oder ein Zaubergetränk mitnehmen und das füllst du mir in so eine kleine Flasche rein und dann habe ich das gemacht und habe da halt irgendwie die schön angemalt mit so Sternchen und Zauberstab und was weiß ich und da wollte sie Saft drin haben. Das war so ihre Idee, dass sie da gerne Saft drin haben möchte. Okay, dann kraust jetzt einigen, ne, so, oh, die Zähne und so, aber ja, es war ja nichts, was irgendwie für langfristig war, sondern einfach nur, um es auszuprobieren. Und dann hat sie eben, ist sie mit ihrer Saftflasche da abgedackelt zur Oma und dann hat sie tatsächlich auch die ganze Nacht geschlafen. Ne? Also sie hat dann diese Flasche überhaupt nicht gebraucht. Es wäre natürlich schön, wenn ich jetzt berichten könnte, damit hätte sie es dann erledigt gehabt, ja, aber so einfach war es dann irgendwie nicht. Aber das war ein wichtiger Schritt in Richtung Unabhängigkeit, ne? Dass er halt gemerkt hat, okay, erstens mal, ich kann das, ich bin so groß, ich kann bei Oma und Opa übernachten und zweitens mal, ich kann klarkommen ohne Mamas Milch. Ich habe das geschafft, ja. Und wenn die Mama aber dann da ist, naja, da können wir schon wieder drauf zurückgreifen, ne? Warum auch nicht? Und da war eben wieder das Ding, dass die Mama einfach auch noch nicht so richtig bereit dazu war, dass die Mama in sich immer noch diesen Zweifel hatte, will ich wirklich abstillen und deswegen halt immer wieder nachgegeben hat, wenn da eine kleine Milchvampir wieder angekrabbelt kam. So. Also was letztendlich bei mir dann ausschlaggebend war, aber das ist jetzt was ich jetzt nicht unbedingt so empfehlen kann oder naja, kommt halt immer drauf an. Ich bin krank geworden. Ich bin tatsächlich so krank geworden. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich hatte, aber es war irgendwie was, wo ich gesagt habe, ach, liebe Zeit, also irgendwie so ein Infekt oder so, wo ich dann wirklich, okay, auch wenn ich weiß, es kann sich eigentlich kein Infekt übertragen und es ist eigentlich das Gegenteil der Fall, ne, dass die Muttermilch ja davor schützt und so. Und trotzdem war dann irgendwie diese Angst plötzlich in mir, oh je, was, wenn ich jetzt das Kind damit anstecke? Das ist echt eine üble Geschichte, das will ich nicht. Und diese Krankheit hat mir dann paradoxerweise tatsächlich die Stärke gegeben zu sagen, okay, Kind, ich würde echt gerne, aber ich muss dir jetzt leider widerstehen, weil wir wollen ja nicht, dass du krank wirst. Ne? Und das war dann so, dass sie gemerkt hat, okay, da ist jetzt plötzlich eine Blockade da meinerseits, da kommt es nicht durch. Ne? Und das war dann letztendlich so, wie es bei uns dann funktioniert hat. Aber so grundsätzlich noch ein paar Tipps. Also erstens mal natürlich Zeit lassen, ne? Nicht alles auf einmal. Also klar, es kommt dann irgendwie der Wunsch nach Abstillen und dann wird man am liebsten vielleicht von jetzt auf gleich, ne? Aber einfach, dass man sagt, okay, man gönnt sich und dem Kind dann einfach so eine Übergangsfrist, sage ich mal, eine schonende Übergangsfrist und ersetzt eine Mahlzeit nach der anderen. Ne? Also vielleicht irgendwie, ne, so einen Nachmittagssnack mal weglassen, den Milchsnack und durch was anderes ersetzen, ja. Es ist sowieso die Frage, also ich meine, ich habe jetzt bei dem zweiten Kind tatsächlich gleich von Anfang an auch feste Nahrung gegeben, sofern sie das konnte und wollte. Ne? Also sobald sie irgendwas haben oder halten konnte und das auch wollte, habe ich sie gegeben. Ob sie es dann klein gekriegt hat, ist die andere Frage. Ne? Aber da sehe ich jetzt auch nicht das Problem, weil es sind ja auch nicht so die großen Mengen und ich bin der Meinung, also ich bin immer so ein sehr bauchgefühlshandelnder Mensch, ja, wenn das Kind
irgendwas haben möchte, also wenn es jetzt nicht irgendwie gerade eine Walnuss ist oder so, ne, also ich meine, gesunder Menschenverstand gehört dann auch noch dazu, ne, aber wenn es irgendwas haben möchte, dann würde ich, im Zweifelsfall würde ich das dem Kind halt dann geben und dann, ja, dann schleicht sich das ja auch langsam ein, ja, also und so war das bei uns irgendwie auch überhaupt nicht so, dass man gesagt hat, nach einem halben Jahr oder so fing das jetzt an mit dem langsamen Abstillen oder so, sondern das war so ein ganz fließender Übergang und mal hat sie dann halt mehr Bock gehabt, was Richtiges zu essen und mal war es dann halt wieder nur Milch, ne, es ist halt auch immer so die Frage, wenn da irgendwie eine Krankheit droht oder so oder auch da ist, ne, so gerade so Brechdurchfall oder sowas, dann ist es ja auch plötzlich so, dass die Kinder teilweise wieder komplett auf Milch umstellen oder fast komplett, ne, und alles andere verweigern, eben weil da wieder die Muttermilch diese heilsame Wirkung hat und denen dann helfen kann, dass sie diese Krankheit einerseits bekämpfen und andererseits auch nicht austrocknen, ne, dabei, was halt bei nicht gestillten Kindern wohl öfter mal vorkommt. Jetzt bin ich irgendwie wieder ein bisschen abgeschweift. Genau, wir waren bei Tipps zum Abstillen. Was kann ich da noch sagen? Also, ja, es gibt ja zum Beispiel so ein, ich sag mal, ein gewohntes Umfeld, wo vielleicht gerne gestillt wird, ne, dass man sagt, ne, man hat dieses Stillkissen auf dem Sofa liegen und da ist irgendwie so 90% der Zeit, wird dort gestillt. Und dass man halt dann sagt, okay, dann würde ich mich mal da von dem Stillkissen ein bisschen fernhalten und mal woanders hingehen, dass man sozusagen die Brust oder diese Gelegenheit nicht direkt mehr anbietet, ne? Sondern, ja, also aber es auch nicht verweigert, aber halt, ja, da ein bisschen irgendwie auch ganz dezent woanders hinlenkt, ne? Und dann, dann kann man zum Beispiel auch das Umfeld noch involvieren, zum Beispiel eben, ja, wie in meinem Fall Oma und Opa oder den Papa oder eine Freundin, ne? Also es hilft auch sehr, wenn man halt sagt, okay, ich übernachte jetzt mal bei der Freundin da irgendwie zwei Häuser weiter und wenn dann was ist, wenn es wirklich nicht klappt, wenn dein Papa wirklich nicht klarkommt, dann bin ich auch innerhalb von 5 Minuten da zur Rettung anmarschiert, ja, was dann ja meistens auch gar nicht gebraucht wird, weil die kommen, klar, man muss es ihnen nur zutrauen, ne? Genau, ja, das fällt mir jetzt noch ein. Ja, was kann man noch machen? Ja, so Rituale, ne? Also dass man halt sagt, also stillen, gerade bei älteren Kindern ist ja oft auch so ein Zeitvertreib einfach, ne? Und dass man sagt, okay, jetzt machen wir halt mal irgendwie was Bestimmtes anderes. Wir singen zum Beispiel immer ein Lied oder bei uns war es jetzt beim Einschlafen zum Beispiel so, dass halt immer gerne, also das, ne, immer gerne gestillt wurde und dann hat das Kind aber auch immer schon gerne meine Hand gehalten, das Kleine, das Große, und dass man halt dann gesagt hat, okay, es hat eher die Hand bekommen anstatt die Brust und das hat dann auch funktioniert, weil einfach diese Nähe dann auch dadurch gegeben war, ne, und genau, das ist auch wieder so ein Stichwort, einfach diese Nähe, also es ist ja oft auch dieses Bedürfnis nach Nähe, das befriedigt werden möchte und dass man halt sagt, okay, diese Nähe kann man halt auch anderweitig irgendwie herstellen und es muss jetzt nicht unbedingt ja, durch das Stillen sein, ne, sondern halt irgendwie, was weiß ich, eine Kuscheleinheit oder irgendwie vorlesen auf dem Schoß oder irgendwie sowas. Ne? Ja, genau. Ja. Das ist, genau. Also die Tipps hätte ich ja jetzt auch gegeben. Also ich habe meine Noah, den Älteren, mit 19 Monaten abgestillt und das waren auch Tipps, die ich jetzt von mir aus gegeben hätte. Also für mich ist das wichtig, dass mit diesem Livestream einfach klar wird, dass es keinen Zeitpunkt X gibt, um abzustillen. Ne? Da fühlt das jede Mama und jedes Kind für sich. Und wichtig ist halt, dass man langsam abstellt. Nicht von jetzt auf gleich sagt, nee, ich möchte jetzt nicht und es gibt nichts mehr, sondern vielleicht einfach so, wie du sagst, mal. Bei mir war das oft so, wenn ich zu Hause ohne BH rumgelaufen bin, so morgens oder so, ne? Ich wusste, wenn ich abstillen möchte, muss ich immer BH tragen oder Oberteil, weil mein Kind sieht meine Brüste und dann kann ich nicht mehr weglaufen. Genau. Ne? Ja. Einfach für sich überlegen, welche Situationen bringen das Kind dazu, doch zu stillen, ne? Und diese Situationen einfach ja, sanft vermeiden oder durch andere ersetzen, so wie Rituale oder anstatt stillen lesen oder anstatt stillen einfach kuscheln, ohne an der Brust zu nuckeln. Ja. Und wir haben, hast du auch erstmal so tagsüber abgestillt und dann, also nachts, oder hast du das parallel gemacht?
Also ich glaube, das war auch wirklich so ein Prozess, ne? Also nach dieser tollen Erfahrung mit dem Übernachten bei Oma und Opa, da ging es dann noch mal eine Weile weiter und dann habe ich schon versucht, irgendwie ja bestimmte Mahlzeiten dann einfach wegzulassen und das hat auch gut geklappt, aber es war halt immer noch irgendwie ein paar Mal am Tag, ne, wo sie dann halt trinken wollte und ich das nicht mehr so unbedingt wollte und dann kam die Krankheit und hat geholfen. Ah, okay. Ja. Wir haben zum Beispiel auch erstmal tagsüber abgestellt und dann irgendwann ja in die Nacht übergegangen. Aber unsere dieser Prozess hat bei uns circa 8 Monate gedauert. Ja. Dass ich also von Anfang des Abstands bis er komplett nachts auch ohne Brust geschlafen hat und nicht getrunken hat, circa so 7, 8 Monate. Aber dafür war es wirklich, sah ich jetzt nichts Abruptes, dass das Kind darunter gelitten hat. Aber bei mir war Genau. genauso wie bei dir, ich glaube, da spürt jede Mama so einen Punkt erreicht, wo ich einfach gesagt habe, schön, dass es Mütter gibt, die mit 5 oder 4 Jahren noch weiter stillen und das ist auch schön, ja. Aber bei mir war der Punkt schon erreicht, dass ich schon innerlich so dagegen gesträubt habe. Meine Brüste waren plötzlich so sensibel und ich konnte einfach nicht mehr aushalten, dass es dran genuckelt wird. Ich konnte einfach körperlich nicht Ja. mehr. Und ich habe einfach bei Genau. mir festgestellt, ich war immer so genervt, wenn er zu mir kam, zum Beispiel so wie bei dir und irgendwo in der Öffentlichkeit so ganz, wie die Kinder sind, motorisch grob an Oberteilen gezogen hat und die Brüste waren sensibel, ich war genervt. Also es hat mir überhaupt keinen Spaß mehr oder Freude bereitet, ihn zu stillen. Und das war für mich so ein Zeichen, ja, ich möchte das nicht mehr. Weil wenn man stillt, dann sollte man wirklich diese Geborgenheit und Liebe und Freude geben, ne? Und nicht irgendwie da sitzen, nur weil man muss. So ist es, genau. Ja, mir kam jetzt irgendwie heute, als ich so noch über das Thema Stillen nachgedacht habe, ne, weil das ist ja irgendwie für mich auch jetzt schon eine Weile her. Ich musste da jetzt irgendwie so altes Wissen anzapfen von früher, was ich irgendwie schon verdrängt hatte, aber mir kam jetzt irgendwie heute dieses Stillen, das ist ja im Prinzip auch eine Meditation. Das ist ja nichts anderes als irgendwie so eine Gemeinschaftsmeditation vom Kind und von dir selber und einfach dieser Energieaustausch und dieses zur Ruhe kommen und ja, und das ist halt die Frage, wenn du irgendwann mal nicht mehr diese Ruhe hast, ja, um das mit dem Ja. Kind gemeinsam machen, dann ist halt ja die Zeit gekommen, dass du halt sagst, okay, jetzt muss es irgendwie anders weitergehen, ja, also weil es halt einfach immer von zwei Menschen abhängt, ne, und hauptsächlich, wobei der Genau. Vater ja auch noch eine Rolle spielt, ne, das liest man ja auch immer wieder und das ist auch das, was ich immer wieder höre und es war auch bei meinem Buch der große Böse, sag ich mal, also der große Trigger, ne? Also ich war ganz erstaunt, dass das so polarisiert hat, mein Buch, ne? Also die einen, die haben das wirklich so verstanden, wie das auch alles gemeint war, weil, und die wussten auch, das ist meine Geschichte und ja, alles ist gut so ungefähr. Und die anderen, die hat das ganz schön getriggert, ne? Da waren also irgendwelche Sachen drin, wo die halt gesagt haben, oh, da kann ich jetzt gar nicht mitgehen. Und dann sind die echt auch, ja, teilweise ziemlich ausfallend geworden bei den Rezensionen. Ja, und da war es eben auch immer wieder der Vater, der aufgescheint hat, ne, als der große Böse. Und also in meiner Geschichte, die ich ja erzähle, ist es tatsächlich so gewesen, dass der Vater überhaupt kein Problem hatte mit Langzeitstillen. Also mein Mann ist Biologe und der ist von Anfang an pro Hausgeburt und pro dies und das und jenes und alles, was ich so an alternativen Sachen da so anschleppe, das fand er alles gut. Aber er hat halt dann irgendwann sehr deutlich gesehen, wie ich darunter gelitten habe unter dieser ganzen Geschichte. Ne? Also einfach, ich wollte da raus und ich habe den Weg raus nicht gefunden. Ich kam da nicht raus aus dieser Stillnummer. Und dann hat er eben, naja, ich sag mal so ein bisschen halbherzig dann auch versucht, dass die Stillbeziehung oder da halt einzugreifen oder zu versuchen, die zu beenden, indem er halt gesagt hat, hier, guck mal, es gibt doch Alternativen und du bist doch jetzt auch schon groß, ne? Und du kannst ja auch diesen, das und jenes. Und das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, ne? Weil das Kind natürlich richtigerweise gemerkt hat, das ist jetzt nicht der hier das Sagen hat. Sorry, ne? Aber wie gesagt, im Buch haben das ganz viele anders interpretiert und haben dann halt so gesagt, ja, das ist der große böse Vater, der jetzt kommt und sagt, oh, du darfst nicht mehr stillen. Und so war das überhaupt
gar nicht gemeint, zu keinem Zeitpunkt, aber da ist halt auch immer die Frage, ne, welche Ängste trägst du persönlich in dir oder welche Hoffnungen oder welche Emotionen, egal, ja, wenn du so ein Buch liest, ne, und da kommt natürlich das zu dir, worauf du halt in Resonanz gehst, sag ich mal, ne, und dann wird halt auch sowas dann, ja, das personifizierte Böse, genau, aber das ist also für mich ganz klar, dass der Vater da nichts zu sagen hat und ich fand es aber ganz interessant, dass da wirklich da die Emotionen so hochgekocht sind, gerade bei dem Vater, so im Buch. Ja, aber es gibt ja ganz viele Mütter, die auch ihre Geschichten erzählen und sagen, okay, der Partner hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass ich so lange stille. Hm. Ne? Richtig, das genau. Ja, gut, für die ist es halt zutreffend da. Ja. Da auch auf diesem Grund dann, aus diesem Grund ganz, ganz viele Konflikte, also in der Beziehung entstehen, weil die Väter nicht nachvollziehen können, wie kann man das Kind, das 3 Jahre alt ist, noch immer noch stillen. Und meistens wird auch den Müttern vorgeworfen, die können nicht lassen. Ne? Ja, gut, da ist halt die Frage, ist das wirklich ein Vorwurf oder ist das so? Also ich meine, bei mir kann ich ganz klar sagen, es war so. Ne? Also ich meine, natürlich, du hast ja immer verschiedene Anteile, die du in dir trägst und die da ja, zur Geltung kommen. Und klar, da ist ein ganz großer Anteil, der sagt, natürlich kann ich loslassen, ich kann dies und das und jenes, aber ganz tief in dir ist dann doch oft ne, irgendwie so, ich sag mal, die kleine Glucke oder so, ne, die eben dann gerade nicht loslassen kann. Also wie gesagt, das ist wahrscheinlich nicht bei allen so, aber bei mir war es halt so, ja. Und erst wenn man diese kleine Glucke dann zum Schweigen bringen kann, kann sagen, hier, du hast andere Möglichkeiten. Nicht nur du hast andere Möglichkeiten, sondern auch du hast andere Möglichkeiten, irgendwie mit deinem Kind in Kontakt zu bleiben, ja. Und dann, erst dann kann es funktionieren mit dem Abstillen. Ja. Ist es sehr individuell und mehr oder weniger immer ein Blick in sich hinein, ne? Bei richtig. Geschichte. Ja. Genau. Ich lese noch mal kurz. Habe meinen Sohn 17 Monate gestillt, solange bis er das wollte. Und danach gefragt, hat immer, wenn er wollte, auf meine Brust geklopft. Und irgendwann hat er auch was? Und immer irgendwann hat er es halt immer weniger getan. Er immer mehr am Tisch mitgegessen hat und seit einem Monat fragt er nicht mehr. Solange er wollte, habe ich ihm Brust gegeben. Okay. Hallo Patricia. Ich habe es noch gar nicht mitbekommen, wie lange stillst du? Also du hast das eine Kind 1 Jahr lang gestillt und das andere... Das andere 2 Jahre. 2 Jahre, genau. Nachteil Dauerstillen in der Nacht, sagt jemand. Also Nachteil vom Langzeitstillen, Dauerstillen in der Nacht. Okay, das ist aber, glaube ich, auch immer Ansichtssache, ja. Also für mich war das eher ein Vorteil, dass ich einfach von Anfang an gesagt habe, es ist mir doch scheißegal, was dieses Kind nachts macht hier, zack, kann es andocken, wann auch immer es möchte und ich kann hier in Ruhe schlafen, ja. Also das ist halt auch der Vorteil vom Familienbett dann wieder, weil wenn du das Familienbett halt in Kombination mit dem Langzeitstillen hast, dann hast du dieses Problem eigentlich ja nicht, ne. Also gut, wenn du jetzt natürlich dann nicht mehr einschlafen kannst oder so, ist es eine andere Sache, aber da ist halt auch wieder so das Ding, du kannst ja aus allem im Prinzip das Beste machen, egal was das Leben dir anbietet, ja, und bei mir war es so, dass ja, das Kind schon irgendwie, oder beide Kinder dann irgendwie 1 oder 2 Mal die Nacht dann auch Milch wollten und es war für mich okay und ich konnte dann halt auch teilweise gleich wieder einschlafen. Ich habe das im Prinzip gar nicht so richtig wahrgenommen, ja, es hat schon irgendwie funktioniert, ne, aber irgendwann war es halt so, dass sie dann immer so zwischen 2 und 5 nochmal Milch trinken wollten. Und da habe ich dann wirklich nächtelang wach gelegen und konnte nicht mehr, also nicht nächtelang, sondern die restliche Nacht, nächtelang so rum, und konnte halt einfach nicht mehr einschlafen. Und da bin ich dann dazu übergegangen, aufzustehen zwischen 2 und 5. Ne? Und da hat sich dann mein Rhythmus ein bisschen verschoben, okay. Aber das war dann auch, ja, ich habe dann gesagt, okay, super, also das Leben möchte das einfach jetzt so, dass ich das so mache. Und früh aufstehen hat auch was Gutes. Du siehst den Sonnenaufgang. Du kannst in Ruhe arbeiten, ohne dass ständig Mails reinballern, ohne dass ständig das Telefon klingelt, ohne dass eben Kinder oder Mann ständig an dem Schreibtisch stehen und sagen, hier, dies und das und jenes. Ich kann ganz in Ruhe
arbeiten, bis ich die Kinder dann wecken muss, um sie halt in den Kindergarten zu bringen dann irgendwann, ne? Und das war, ja, also ich meine, insofern, wenn ich mir dann vorstelle, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wenn man da irgendwie nachts dann so schlaftrunken, ja, so aus dem Tiefschlaf geweckt wird und muss dann irgendwie runter in die Küche und die Flasche machen und boah, das ist anstrengend. Also das finde ich wesentlich anstrengender, als jetzt irgendwie in der Nacht mal so halb wach zu werden, weil da jemand andockt. Ja, oder wenn Kinder, bei einigen schlafen zum Beispiel die Kinder ja im eigenen Zimmer, im eigenen Bett, ja. Und dann ist es schon sehr anstrengend, wenn du, sage ich mal, 5 bis 6 Mal, zum Beispiel mein Leonel wacht 5 bis 6 Mal, manchmal sogar 8 Mal in der Nacht auf. Und stell dir mal vor, ich würde immer wieder in sein Zimmer laufen und dann sitzen, stehen und wieder mich hinlegen. Das funktioniert nicht. Aber im Familienbett, so wie du sagst, ich schiebe ihn von Brust zu Brust und ich werde, glaube ich, selbst gar nicht wach. Also, wenn du mich fragst, wie viel Mal er heute wach geworden ist, dann weiß ich gar nicht. Also, weil ich das nicht so mitbekomme. Richtig, Ja. genau. Das ist auch wiederum sehr individuell, ne? Gibt es Genau. gesundheitliche Nachteile für die Mama? Mein Frauenarzt meint, es beeinträchtigt meine zukünftige Fruchtbarkeit. Also, da weiß ich jetzt nichts davon. Also, ich weiß, dass Frauenärzte grundsätzlich oder viele halt jetzt nicht so wahnsinnig begeistert sind vom Langzeitstillen. Aber es ist halt die Frage, was wissen sie darüber wirklich? Ja, also, ich habe auch gerade neulich erst gelesen, dass es jetzt tatsächlich so ist bei Säugetieren, ja, dass die, wenn sie halt länger als von der Natur vorgegeben, also zum Beispiel beim Delfin sind es 16 Monate, beim Schimpansen sind es 2 Jahre, ja, und wenn die länger als in dieser Zeitspanne dann noch stillen, sag ich mal, dann haben die einen evolutiven Nachteil, ne, weil dann eben weniger Nachkommen zeugen können und das ist dann echt ein Problem. Aber bei Menschen ist es ja nicht so. Also da ist es ja auch nicht so, dass jetzt zuverlässigerweise, nur weil du jetzt stillst, du nicht wieder schwanger werden kannst. Also da hat der Mensch oder die Evolution ist schon irgendwie anders geregelt, ne, sodass es eben eigentlich meines Wissens nach kein Nachteil ist oder dass es eben nicht so ist, dass man da Probleme kriegt, so von wegen Fruchtbarkeit. Also ich würd jetzt eher das Gegenteil vermuten, aber beweisen kann ich es nicht, ne? Ja, also ich habe das auch noch nie gehört. Ich bin auch, habe gestillt und dann mit dem zweiten schwanger geworden. Also habe ich auch Genau. noch davon was gehört. Oha, davon habe ich nichts gehört, schreibt jemand. Ich habe es genauso wie Adel gemacht, überall gestillt. Okay, schauen wir mal, was noch. Stillen bekommen Kinder Abwehrkräfte mit und es wäre geschützt vor Ansteckung. Ah, okay. Dann schreibt Fanny, interessantes Thema. Danke fürs Teilen deiner Geschichte. Mein Sohn ist über 2 Jahre alt und wir stillen auch noch. Ich bin auch gespannt, wie unsere Geschichte endet. Ja, auch duell. Wir machen gerade Kita-Eingewöhnung, deshalb warte ich noch ein paar Wochen. Mir wusste gerade erstmal, die während die Nacht abstehen. Oh, hier hat wieder Autokorrektur geschlagen. Ich wusste gerade erstmal, die während die Nacht abstehen zum Einschlafen am Ende, richtig? Ach so, was würdest du sagen, erstmal in der Nacht abstillen und dann zum Einschlafen, also dass man quasi zum Einschlafen stillt, aber in der Nacht nicht mehr. So würde man dann anfangen, oder? Ich denke, das ist auch eine individuelle Frage. Ich meine, das kannst du so machen. Ne? Es ist ja auch oft so, dass gesagt wird, dass von den Nährstoffen das halt so ist, dass die Kinder dann irgendwann nicht mehr richtig satt sind, wenn nur noch gestillt wird. Ne? Und wo dann die anderen wiederum sagen, nein, das ist gerade nicht der Fall, weil die Milch eben wesentlich mehr Kalorien hat und dann eben länger satt hält. Also das ist, ja, weiß man dann auch nicht, was man glauben soll, aber ich denke, das ist einfach eine Frage auch, wie ist es für dich richtig, ja? Also ich finde, also oder anders, ich hätte es umgekehrt gemacht, aber allein aus dem Grund, weil ich nachts nicht so richtig zurechnungsfähig bin. Also im Sinne von, da ist mein Wille nicht da, dagegen zu schießen, ne? Also wenn ich jetzt tagsüber
wenn da das Kind ankommt und dann kann ich sagen, hier, nee, ist gerade nicht, wir machen jetzt lieber das und das, ne? Und dann funktioniert das. Aber wenn ich müde bin und dann denke ich mir vielleicht, oh nee, lass doch mal, und aber wirklich was dagegen tun kann ich nicht, weil ich ja halb schlafe, ne? Also von daher würde ich jetzt als jemand, der mit Familienbett und Langzeitstillen diese Kombination hatte, würde ich wahrscheinlich tagsüber anfangen abzustillen. Aber das ist, glaube ich, nachts genauso in Ordnung. Das ist einfach eine Frage, da würde ich einfach in dich reinhören. Und weil tief in dir trägst du die Antwort und du weißt, was für dich am besten ist. Und es ist völlig egal, was ich jetzt sage oder was die Ada dazu sagt oder irgendwelche Experten dazu sagen. Es ist immer eine Frage, was sagt dein Herz dir darüber? Ja, und womit kommt dein Kind besser zurecht, ja? Weil alle Kinder sind auch unterschiedlich. Einige genau. können problemlos ohne Brust einschlafen, aber am Tagsüber brauchen unbedingt Brust. Ja, ich würde einfach nach der Reaktion des Kindes schauen. Ne? Ja. Vielleicht, also oft ist es so, wenn die Kinder schon, sage ich mal, so im zweiten Lebensjahr sind, ne? Wir denken immer uns Horrorszenarien aus und denken, oh, es wird so schlimm und wir schaffen das nicht. Und kaum hat man das dem Kind zwei, dreimal erklärt und die Kinder machen total toll mit. Also manchmal haben wir ganz viele Ängste, die wir einfach mit uns tragen, einfach ausprobieren und schauen nach Reaktion des Kindes. Aber hier gibt es wirklich kein richtig oder falsch oder den Weg. Ne? Gibt es nicht. Schlafen die Kinder nach dem Abstillen wirklich besser? Tja, das ist auch, ne? Kommt immer drauf an, wen du fragst, ja? Also, weil da gibt's, ich habe mich ja damit beschäftigt, ne? Die einen sagen, ja, also das Stillen ist tatsächlich so, dass die Kinder bewiesenermaßen da öfter aufwachen, wenn du stillst. Und die anderen sagen, nö, ist gar nicht so, ne? Es kommt halt auch immer drauf an, welche Menschen du da als Studienobjekte, sag ich mal, nimmst, ja. Also letztendlich ist es, glaube ich, auch, es ist ja kein Zeichen von Unreife, dass ein Kind nachts aufwacht, sondern es ist evolutiv bedingt, ja. Also dass das Kind auch einfach weiß, das ist ja auch ein Rückversichern. Ist das Elternteil noch da oder ist es jetzt von den Löwen gefressen worden? Ne? So, also, und das ist halt auch aus dem Kind noch nicht raus. Und das ist ja kein Defekt in dem Sinne, sondern das ist auch wenn es vielleicht manchmal nervig ist für die Mutter, es ist einfach, sowas wie ein Kompliment, ne? dass eben die Rückversicherung da benötigt wird vom Kind. Also bei uns war so, der Noah, der Ältere, als ich ihn gestillt habe, war er circa 6 Mal nachts wach. Und als ich aufgehört habe, ihn zu stillen, war er 1 Mal in der Nacht wach. Aber ich finde es halt sehr schwierig, sich an irgendwelchen Kindern, an anderen Kindern zu orientieren und zu sagen, bei der schläft das Kind so und so und einer wacht auf. Weil dann ist man direkt so frustriert und hat bestimmte Erwartungen an das eigene Kind. Manchmal ist es jetzt bei uns, der ist jetzt zum Beispiel fast 3 Jahre alt und wacht nachts, kann es sein, 3 Mal auf, so wie du sagst, also um diese Sicherheit zu haben, ich bin nicht alleine, er setzt sich so hin und sagt Mama und ich muss dann halt antworten. Und wenn er weiß, okay, Mama ist da, dann legt er sich wieder hin und schläft. Und so kann es zum Beispiel in einer Nacht 2-3 Mal passieren, in der anderen Nacht gar nicht. Und alle Kinder sind unterschiedlich und man kann hier nicht irgendwie so eine Regel aufstellen und sagen, so und so haben die zu schlafen oder nicht. Ne? Das ist mal gefährlich. Das ist hier auch bei der Sicht der Brust. Er wird auch noch gestillt mit 19 Monaten, aber möchte ihm das noch nicht verwehren. Stillen ist so schön. Stille doch, also spricht ja nichts dagegen, beide zurecht. Und stimmt. Ich lese nur jetzt die Fragen. Stimmt nicht, meine Schwester und ich sind beide. Also hier steht, stimmt nicht, meine Schwester und ich, beide schwanger, trotz Langzeitstillen. Okay.
Wenn ich viel stille, verschiebt sich mein Eisprung und ich habe sehr lange Zyklen. Regel lässt sich auf sich lange warten. Eventuell wird man so schwerer schwanger. Ja, vielleicht ist es auch sehr individuelle Geschichte. Also ich höre das zum ersten Mal, während Stillens nicht schwanger werden kann oder schwieriger schwanger werden kann. Keine Ahnung. Aber ich würde da generell nicht nur einem Arzt, vielleicht einfach sich mehr einfach informieren, vielleicht bei einem Heilpraktiker nachfragen, also mehrere Ärzte befragen. Aber ich denke mal, ich würde jetzt von mir aus persönlich nicht irgendwie nur auf Meinung eines Arztes berufen, oder? Ich bin da auch nicht der Typ dafür, irgendwie auf die Ärztemeinung ausschließlich zu vertrauen, sondern ich höre mir das gerne an, was die sagen. Aber derjenige, der letztendlich das entscheidet, das ist meine Intuition, ja. Und die ist da öfter schon mal ganz anderer Meinung gewesen als die Ärzte. Ja, und die wissen das inzwischen auch und gehen da auch ganz anders mit mir um jetzt, ja. Also womit ich jetzt nicht sagen will, dass die irgendwie blöd mit mir umgehen oder so, sondern dass die einfach wissen, okay, bei der brauchen wir jetzt nicht kommen mit irgendwie dem und jenem, weil wir wissen, dass die einfach nicht so anfällig ist für diese Ängste, die vielleicht andere in Bezug auf ihre Kinder oder auf ihre eigene Gesundheit haben, dass es bei ihr nicht so prominent ist. Ne? Die hat vielleicht andere Baustellen mit Sicherheit, ja, aber das eben nicht. Und dann spulen die halt so das Minimalprogramm im Prinzip ab, was ich dann auch ganz angenehm finde. Ja, genau. Also dein Buch, Sandra Milchvampir. Für wen ist dieses Buch? Kannst du noch mal über das Buch erzählen? Also hielt diese Geschichte, ist das eine Kindergeschichte, wenn man das den Kindern vorliest, Verständnis zum Abstillen zu bekommen? Oder? Genau, also im Prinzip ist es... Ja, also es ist einfach eine Geschichte, die ich für diejenigen Mütter geschrieben habe, die überlegen, ob sie denn jetzt abstillen wollen oder nicht, ne? Und die es vielleicht auch selber noch nicht so genau wissen. Und da gibt es eben diesen hinteren Teil im Buch, der nur für die Eltern gedacht ist, überwiegend für die Mütter, dass die sich nochmal bewusst werden, okay, möchte ich das wirklich oder hat mich da irgendjemand dazu gedrängt zu was ich nicht wirklich will. Also es ist jetzt kein Buch, bei dem ich sage, ihr müsst alle abstillen, sondern im Gegenteil. Das ist ein Buch, was hinterfragen soll, möchtest du wirklich abstillen? Ne? Aber eben, um den Kindern auch schon mal diese Idee mitzugeben, so wird es nicht ewig weitergehen, dass man halt sagen kann, okay, man kann einfach diese Geschichte vorlesen. Das ist halt jetzt im Prinzip nicht mehr als das. Es ist die Geschichte von diesem speziellen Milchvampir, wie es dem halt ergangen ist und was der so angestellt hat und was er so erlebt hat. Und damit identifizieren sich dann eben auch manche und sagen, ja, okay, ne, also wenn der das nicht mehr braucht und guck mal da, ja, bei Oma übernachten und ohne Milch, ja, ist eigentlich keine schlechte Idee, ne? Und einfach um dann zu animieren, das dem vielleicht gleich zu tun, weil das Buch ja eher dann gekauft wird, wenn die Mutter eben vielleicht eher schon eine gewisse Aversion gegenüber dem Stillen entwickelt hat, ne? Wie du vorhin schon gesagt hast, irgendwann kommt einfach der Punkt, wo es einem dann halt reicht. Ne? Und und dafür ist es eigentlich überwiegend. Also man kann es natürlich auch allen Stillenden ans Herz legen, weil früher oder später kommt der Zeitpunkt, ne? Und dann ist es auf jeden Fall eine schöne Geschichte, aber den zweiten Teil, den brauchen dann halt auch nicht alle, weil es ja zum Glück auch genug gibt, bei denen das halt wirklich in beiderseitigem Einvernehmen funktioniert oder wo das Kind keinen Bock mehr hat und dann funktioniert das alles wunderbar. Ne? So. Ja. Ach so, schreibt deine, das ist eine Unterstützung des Abstillens, kann es das dem Kind erleichtern. Genau. Ja, also man kann dem Kind das Buch vorlesen und die Eltern haben dann auch ein paar Informationen im hinteren Teil des Buches, ne? Cool. Wo kann man dieses Buch kaufen, falls Leute sich, Mamas, Papas dafür interessieren? Das kriegst du überall im Buchhandel, also bei Amazon zum Beispiel.
Oder ja, halt auch im Buchhandel deines Vertrauens kannst du es bestellen. Oder der Verlag freut sich natürlich besonders, wenn du es über den Verlag selber bestellst. Das ist der Grüner Sinn Verlag. Also die passen auch irgendwie so von der Einstellung her sehr gut zu mir, ne? Weil ich ja auch irgendwie so immer mit grün und ökologisch und nachhaltig und so. Und da war das halt der optimale Verlag für mein erstes und mein zweites Buch. Also das zweite ging um Kindergarteneingewöhnung und da die sanfte, bedürfnisorientierte Methode, weil das war dann die nächste Baustelle, die wir dann hatten. Und das Buch ist also auch schon draußen auf dem gleichen Verlag, genau. Ach, schön. Und ansonsten mehr Infos von dir, von deinen Büchern, 23 Sekunden. Bekommt man auf Internetseite. Genau, ja. www.sandra-schindler-schreibt.de, da gibt es auch alle möglichen Informationen und einen netten Newsletter mit Tipps, vielleicht jetzt nicht so häufig zum Stillen, aber zum Umgang mit Kindern generell. Und ich glaube, wir werden jetzt gleich rausgeschmissen. Also sag